Hi Leute, Stefan und ich haben uns überlegt, wie wir euch das Funktechnik mal zeigen, beibringen können. Als Beispiel seht ihr ja auch dieses schon ziemlich alte Funkgerät, was natürlich viel aufwendiger ist als die Schaltungen, die wir euch jetzt zeigen. Wir kratzen nur ein bisschen an der Oberfläche, aber es soll einfach quasi eine Inspiration geben für eigene Projekte und einfach zum Verständnis von Funktechnik ein bisschen beitragen. Dazu haben wir zwei Platinen gemacht. Einmal eine Platine mit Sendetechnik. Da gehören noch diese kleinen Zusatzplatinchen hier dazu. Wir haben einen Tiefpass, einen Hochpass und einen Bandpass, aber dazu später mehr. Und da gibt es noch eine externe Antenne. Auf der Empfängerseite, die ihr in einem anderen Video seht, denn wir machen das in zwei Videos, weil es sonst zu viel wäre, haben wir eine Platine mit verschiedenen Empfängerschaltungen aufgebaut, die ich einfach ein bisschen zeigen soll, welche Arten von Empfängern es gibt, was sind die Vorteile und Nachteile von dem Empfänger und wie funktioniert das Ganze. Und ja, in den folgenden Clips fangen wir jetzt an, denn ihr habt das Sendervideo angeklickt mit dem Sendervideo und dann fangen wir mal an mit dem Oszillator. Und jetzt erklären wir euch den Oszillator. Der Oszillator ist eigentlich, kann man so sagen, das wichtigste Teil vom Sender. Denn er erzeugt überhaupt mal die Frequenz, auf der dann die Information übertragen wird. Es gibt verschiedene Arten von Oszillatoren, auch verschiedene Schaltungen. Wir beschränken uns jetzt hier auf den sogenannten Clap-Oszillator, der eine Abwandlung des Colpitts-Oszillators ist. Das sind jetzt einfach nur Namen der Erfinder dieser Schaltungen. Wir wollen uns das einfach mal anschauen. Es gibt den sogenannten Quarz-Oszillator. Ihr seht hier diesen Quarz. Der Quarz-Oszillator hat den Vorteil, dass er eine sehr stabile Frequenz erzeugt, die sich nicht verändert. Wie wir später testen werden, dass sich die Frequenz verändern kann. Hat aber natürlich logischerweise den Nachteil, dass ihr auf eine Frequenz festgebunden seid. Ihr habt nur eine einzige Frequenz, die ihr nutzen könnt, und das ist auch ein bisschen eingeschränkt. Dann gibt es den LC-Oszillator. Dort wird die Frequenz durch eine Spule bestimmt. Eine Spule kann zum Beispiel so eine Spule sein, die man verstellen kann. Kann man dann einen Schraubenzieher nehmen und kann dann rumdrehen. Oder eben eine Festinduktivität. Es ist eine Spule, die einen festen Wert hat, die man nicht verstellen kann. Weiterhin wird die Frequenz bestimmt, wenn man zu dem Ganzen einen Kondensator parallel schaltet. Das kann hier ein Kondensator mit einem festen Wert sein. Dann habt ihr wieder eine feste Frequenz, die ihr nicht verstellen könnt. Oder eben ein sogenannter Trimkondensator. Im Radio zum Frequenzanstellen habt ihr aber einen Drehkondensator. Der Unterschied zwischen einem Trimkondensator und einem Drehkondensator ist der, dass der Trimkondensator auf der Platine festgelötet ist und man kann ihn ein paar Mal verstellen, sollte aber nicht andauernd dran rumstellen. Und der Drehkondensator im Radio, den wisst ihr ja, den kann man öfter verstellen. So, der Oszillator ist bereits aufgebaut. Die Schaltung wird auch mit Spannung versorgt. Dann schauen wir uns jetzt erstes mal den Quarz-Oszillator an. Beim Quarz-Oszillator ist jetzt der Quarz, der 1 MHz-Quarz, von Basis nach Masse angeschlossen. Um das Signal des Oszillators auf den Radio zu übertragen, verbinde ich jetzt einen weiteren Schaltungsteil, den wir jetzt noch nicht besprechen. Ihr nehmt ihn einfach mal als gegeben hin, wie einen Buffer oder einen Teil, was einfach das Signal durchschleift. Und dann haben wir hier eine externe Antenne. Und die externe Antenne sendet dann unser Signal eben in den Radio, damit wir das Ganze empfangen können. Jetzt muss ich nur gucken, wie man das einstecken muss. Das muss man so rum da einstecken, was nicht so ganz leicht ist. So, dann stellen wir mal den tollen Radio von Iflose, den ich auch ein bisschen ausprobiert habe und auch sehr begeistert davon bin, auf 1 MHz ein. Und jetzt haben wir hier 1 MHz. So, wenn ich jetzt den Oszillator so lasse und eine Zeit lang warte, wird er sich nicht verstellen. Wir können zum Beispiel mal die Halogenlampe nehmen. Der Iflose hat also eine Halogenlampe dabei. Und die Halogenlampe halten wir jetzt mal an den Transistor hin. Da müssen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen ordentlicher machen, dass es hier nicht so chaotisch ist. So. Also die Halogenlampe leuchtet und erwärmt den Transistor. Dadurch, dass der Transistor erwärmt wird, wird sich auf Dauer die Frequenz normalerweise verstellen. Also ihr habt eine Frequenz eingestellt, zum Beispiel ihr wollt auf 1200 kHz stellen, senden und im Zimmer wird es warm, weil es Sommer ist, es heizt das Zimmer auf und auf einmal hat sich euer Sender verstellt auf eine andere Frequenz. Er funktioniert nicht mehr und was ist da los? Aber wie man schon hört am Radio, ja, man hört eigentlich, dass sich nichts ändert vom Rauschen her. Die Frequenz bleibt stabil und wir könnten jetzt hier so lange sitzen bleiben, bis die Batterien leer sind und es wird sich nichts verstellen. Okay, du kannst die Lampe wieder ausschalten. Als nächstes gibt es den sogenannten LC-Oszillator. Der LC-Oszillator hat den Vorteil, dass man die Frequenz verstellen kann. Ich kann also eine beliebige Frequenz im mittleren Band, die im Rahmen des Schaltkreises ist, einstellen. Ich stelle jetzt mal die Frequenz ein, sagen wir mal 700, jetzt kann ich das gerade ein bisschen schlecht lesen, weil ich von der Lampe noch geblendet bin. Ich glaube, das heißt 760. Dann machen wir mal so 800 kHz. Und jetzt kann ich hier mit dem Schraubendreher an der Spule drehen oder an dem Drehkondensator. Ich drehe mal am Drehkondensator. Das geht jetzt nicht, weil wir noch eine zu hohe Gesamtinduktivität haben. Denn ich habe hier eine Spule und eine andere Spule und wenn ich beide Spulen in Reihe schalte, addiert sich deren Induktivität. Also schließe ich jetzt eine Spule kurz. Dadurch habe ich bloß noch eine kleinere Induktivität
Eine kleinere Induktivität ergibt eine höhere Frequenz. Und jetzt müsste ich eigentlich in der Lage sein, die 800 kHz einzustellen. Okay, es funktioniert nicht, das ist jetzt der Vorführeffekt. Entschuldigung, dass das nicht funktioniert. Suchen wir uns eine tiefere Frequenz, da kann ich es besser vorführen. Hier funktioniert es. Sagen wir mal, wir sind auf 640 kHz. Hier kann ich jetzt die Frequenz mit dem Drehkopf verstellen. Ihr hört schon, dass es mal hergeht. Ich muss nur die genaue Frequenz noch suchen. Ah, hier. Ungefähr 770 kHz. Jetzt. Also, ich kann durch die Spule die Frequenz verstellen. Und ich kann durch den Drehkondensator die Frequenz verstellen. Durch den Trimkondensator. Das ist jetzt der Vorteil von dem LC-Oszillator. Ihr könnt euch eine beliebige Frequenz im Mittelwellenband aussuchen und könnt dann auf dieser Frequenz senden. Wenn wir jetzt den Test mit der Lampe wieder machen, dazu muss ich das Radio mal voll aufdrehen, damit man es besser hört. Ach, voll? Ja, die Lampe wieder einschalten. So, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Aber wenn ihr genau hinhört, werdet ihr merken, dass sich mit der Zeit das Geräusch vom Rauschen ändert. Wenn wir einen Frequenzzähler hätten, den wir leider nicht haben, also nicht für diese Schaltung jetzt, dann würde man es noch besser hören. Oder nicht besser hören, man würde sehen an der Zahl. Kannst du durchlängern den Transistor direkt ans Gehäuse? Das soll ein bisschen heiß werden, der Transistor. Er mag es ganz gern, wenn es heiß ist. Zumindest der hier. Ja, die Finger wären auch heiß. Ach so. Aber man hört es jetzt schon, dass es ein bisschen anders zischt. Ja, der verändert sich schon. Du kannst ja auch mal auf den Keramikkondensator hier gehen. Ja, also der Effekt ist schon da, aber er ist nicht so stark ausgeprägt. Ihr könnt das Video mal zurückspulen und anhören, wie es da rauscht. Es ist ein leichtes Zischen jetzt hinzugekommen, weil sich die Frequenz vielleicht um 10 kHz verstellt hat. Aber wenn das Ganze jetzt natürlich ein bisschen extremer wäre, dann wird sich die Frequenz natürlich entsprechend weiter verstellt. So, die andere Möglichkeit, die es gibt, und das sind ja unerwünschte Effekte. Wir wollen ja auf der Frequenz, auf der wir senden, nicht, dass sich die Frequenz wieder ändert, sondern wir wollen, dass die Frequenz so bleibt. Der andere Effekt wäre der, wenn sich die Spannung verstellt. Wir versorgen den Sender oder den Oszillator, den versorgen wir jetzt mit ein bisschen mehr als 12 Volt. Wenn wir jetzt die 12 Volt austauschen durch 9 Volt, also mal angenommen, die Batterie geht leer, da haben wir weniger Spannung, dann verstellt sich die Frequenz auch. In dem Fall hört ihr leider auch nur wieder ein leises Zischen, da dieser Oszillator an sich schon sehr stabil ist. Aber je nachdem, wie stark sich die Frequenz verstellt und wie groß diese Unterschiede sind, kann sich die Frequenz in so einem Bereich verstellen, dass das Teil nicht mehr zu brauchen ist. Also man kann es dann nicht mehr wirklich verwenden, wenn sich das Sound verstellt. So, dann haben wir hier oben noch ein Bauteil, das ist eine sogenannte Kapazitätsdiode. Eine Kapazitätsdiode ist sowas ähnliches wie unser Trimkondensator oder unsere Spule. Eigentlich eher wie der Trimkondensator in dem Fall, wenn man es genau nimmt, aber sie hat den gleichen Effekt wie die Spule. Wenn ich eine Spannung an der Kapazitätsdiode anlege, kann ich ihre Kapazität verstellen. Da die Kapazitätsdiode parallel zu dem ganzen Schwingkreis ist, kann ich also mit einer Spannung an der Diode den Schwingkreis verstimmen und somit die Senderfrequenz verstellen. Das Ganze heißt VCO oder Voltage Controlled Oscillator, spannungsgesteuerter Oszillator. Sowas findet ihr zum Beispiel im CB-Funkgerät bei der PLL. Da wird über eine Kapazitätsdiode die Frequenz eingestellt und auch an diese Kapazitätsdiode im billigsten Fall eine Modulation eingespeist, dass wir eine Frequenzänderung haben. Oder in eurem UKW-Radio, wo man die Frequenz digital einstellen kann am Display, da ist auch so eine Kapazitätsdiode drin. In unserem Fall führen wir jetzt die Kapazitätsdiode mal vor. Und zwar klemme ich jetzt ein Potentiometer an diese Kapazitätsdiode. Und wenn ich an diesem Potti drehe, dann kann ich die Frequenz verstellen. Das hört man leider nur ein bisschen schlecht, obwohl Rauschen auf der höchsten Lautstärke ist. Vielleicht geht es jetzt besser. Man sieht vielleicht auch an der Tune-LED, dass die an- oder ausgeht. Und der Flose kann jetzt mal die Spannung messen, dann können wir das nachweisen. Mit seinem aufwendigen Messgerät, das ist wirklich sehr hochwertig, also macht einen hochwertigen Eindruck. Nimmst einfach Masse hier und den unteren Pin, oben an den Widerstand. So. Oben an den. Nein, an der anderen Seite, an der anderen Seite. Okay. Ah, da. Da haben wir jetzt eine Spannung und wenn ich jetzt diese Spannung verstelle, wir haben 4,6 Volt, wenn ich die Spannung verstelle, dann tut sich schon was, man hört es nur nicht. Die Frequenz ändert sich jetzt ein bisschen nach oben. Hat es keinen gescheiten Kontakt, oder? Ja. Jetzt hatten wir doch gerade 4 Volt. Ich muss mal richtig drankommen. Jetzt 9 Volt. So, wenn ich jetzt die Spannung aber nach unten stelle, dann ändert sich die Kapazität, dass sie größer wird, mehr PF, und dadurch ändert sich die Frequenz nach unten. Also wenn ich jetzt die Spannung hier wieder verstelle, besonders in dem Bereich merkt ihr das, also zwischen 0,2 und 2 Volt,
dass ich hier die Frequenz verstellen kann mit dieser Kapazitätsdiode. Und das ist im Prinzip der Unterschied von einem LC-Oszillator und einem X-Tal-Oszillator. Der LC-Oszillator hat eine absichtlich verstellbare Frequenz, während der X-Tal-Oszillator, der Quarz-Oszillator, immer auf einer festen Frequenz sitzt. Okay, du kannst das Messgerät wieder wegtun. Jetzt haben wir noch was, was wir euch zeigen können. Wir haben jetzt die Frequenz eingestellt in dem Radio. Haben wir jetzt unsere Sendefrequenz eingestellt, auf der wir gerade senden. Jetzt belasten wir den Oszillator. Das kann im einfachsten Fall dadurch passieren, dass wir jetzt eine Antenne anschließen. So, jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt muss ich mal die Antenne hier abstecken, denn wir haben noch was anderes. Dadurch, dass wir jetzt einen LC-Oszillator verwenden, sendet jetzt diese und diese Spule, die beiden erzeugen ein magnetisches Feld, was von der Ferritantenne des Radios wieder aufgenommen wird und empfangen wird. Wenn wir jetzt hergehen und den Oszillator belasten, den Ausgang des Oszillators, der ist hier am Emitter, wenn wir jetzt den belasten, dann springt die Frequenz. Also Belastung weg, das Signal ist wieder da, Belastung dazu und die Frequenz springt weg. Das ist ein anderer Nachteil vom LC-Oszillator. Wenn wir jetzt aber den Quarz-Oszillator nehmen, dazu muss ich die Batterien wechseln, weil der Quarz-Oszillator durch das Schaltungsdesign sehr anspruchsvoll in seiner Betriebsspannung ist, wenn man so möchte. Wenn wir jetzt den Quarz-Oszillator nehmen, den 1 MHz-Oszillator, dann haben wir zwei Effekte. Erstmal hat die Kapazitätsdiode keinen Einfluss mehr, weil sie gar nicht in der Schaltung ist. Und selbst wenn sie in der Schaltung wäre, würde sie die Frequenz so minimal verändern, dass wir es nicht merken. Aber bei dem Oszillator jetzt hier, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zum Filmen. Du musst jetzt hier die Antenne anschließen. Wir müssen jetzt eigentlich ein Signal auf 1 MHz haben. Vielleicht ist hier ein Wackelkontakt oder so. Okay, Vorfühl. Ah, da ist ein Signal. Da ist jetzt das Signal von dem Oszillator. Und wenn wir jetzt den belasten, okay, es macht keinen Sinn, weil wir jetzt hier einen Kurzschluss machen. Aber was ich euch zeigen wollen würde, ist, wenn wir diesen Oszillator jetzt belasten, dann verstellt sich die Frequenz nicht. Wir bekommen genau den gegenteiligen Effekt, aber ich kann was vorführen. Ich kann den Radio ganz nah an die Platine halten, dann wirken die Leiterbahnen als Sendeantenne. Und wenn ich jetzt den Oszillator belaste, dann hört ihr, dass es so Knackgeräusche macht, aber die Frequenz verstellt sich nicht. Also wenn ihr so einen Oszillator habt, der genau auf einer Frequenz sein soll, dann baut ihr am besten einen Quarz-Oszillator. So, jetzt geht es noch zur Modulation. Man kann ja aus einem Oszillator bereits einen kompletten Sender bauen. Wenn man es sehr einfach machen möchte und wenn man nicht viele Teile investieren möchte, kann man einen Sender bauen, wie ihr an Iflosis UKW-Sender ja sicher schon gesehen habt. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, weil wir benutzen hier Amplitudenmodulation und bei Iflosis-Sender nutzen wir Frequenzmodulation. So, also wir haben jetzt den Sender hier aufgebaut und das Signal wird auch gesendet. Jetzt können wir hier Modulation anspeisen. Modulation ist ein, ja, wenn man so möchte, Fachbegriff, ein bisschen intelligent klingt, aber eigentlich nicht viel dahinter steckt. Es ist nichts anderes wie, wir speisen jetzt Musik von einer Tonquelle in den Sender ein oder in den Oszillator. Dazu verbinde ich den NF-Ausgang meines, nicht meines, Iflosis Walkmans mit dem NF-Eingang meiner Schaltung. So, jetzt habe ich hier einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen aufgebaut. Ich habe hier oben einen recht niederohmigen Widerstand mit 1,2 Kiloohm und hier unten einen recht hochohmigen Widerstand mit 22 Kiloohm. Wenn ich jetzt zwischen diesen beiden Widerständen NF einspeise, also Musik einspeise, dann ändere ich die Spannung an den Widerständen. Ich kann, wenn die Halbwelle positiv ist, Sendeleistung hinzufügen von der Musik und wenn die Halbwelle negativ ist, nehme ich Sendeleistung weg. Dadurch bekomme ich Amplitudenmodulation. Wir haben da später auch noch ein schönes Bild für euch. Okay, ich drücke jetzt einfach mal Play und hoffe, dass die Lautstärke passt. Und dann kann man hier die Musik hören. Von Iflosis Kassette auf Mittelwelle. So, das ist eine saubere Amplitudenmodulation. Ich kann den Radio ganz genau auf die Frequenz einstellen und höre eben diese Modulation. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wir das Ganze mit dem LC-Oszillator machen. Dann passiert aber Folgendes. Wir bekommen ein bisschen Probleme. Leider kann ich das nicht so gut im Video zeigen, wie ich es vorhätte, da ich an der Schaltung so manches ändern musste und der Effekt zwar schon da ist, aber nicht so deutlich, wie ich ihn vorführen wollte. Jetzt habe ich den freischwingenden Oszillator, den wir vorher gesehen haben, der sich verstellt, und speise jetzt hier meinen NF ein. Also ich kann jetzt die Frequenz beliebig verstellen. Hier ist das Signal, wir hören auch schon die Musik. Ich kann die Frequenz wieder verstellen, wenn ich möchte. Nur was wir jetzt für einen Effekt haben, wir haben Frequenzmodulation. Das heißt, ich muss den Radio immer ein bisschen falsch einstellen, nicht auf die richtige Frequenz, sondern immer ein bisschen daneben, sonst ist die Modulation schlecht. Leider funktioniert es hier nur so. Also man hört, dass es jetzt verzerrt. Man hört deutlich, dass es verzerrt. Aber wenn ich den Radio wieder falsch einstelle, also neben die Frequenz, dann geht es wieder. Das ist ein weiterer Nachteil dieser einfachen Oszillatoren. Wenn man sie moduliert,
dann erzeugt man Frequenzmodulation. Und das liegt daran, dass hier im Transistor zwischen Basis und Emitter wie eine Kapazitätsdiode ist. Also da ist eine Art Kapazitätsdiode drin. Und wenn ich die Spannung ändere, ändere ich auch die Spannung an Basis und somit die Kapazität. Und wenn man das Ganze mal zurückverfolgt, liegt über viele Kondensatoren dieser Transistor ja parallel zu unserer Spule. Und dadurch entsteht die Frequenzmodulation. Es gibt zwar Tricks, wie man das umgehen kann, aber normalerweise bei einem freischwingenden Oszillator hat Amplitudenmodulation nichts verloren. Okay, das war's jetzt zum Kapitel Oszillatoren. Wir haben hier noch eine Grafik für euch. Und zwar geht es darum, wie diese Amplitudenmodulation funktioniert. Wenn ihr jetzt mal ein Mikrofon oder einen Kassettenrekorder an euer Oszilloskop anschließen würdet, dann würdet ihr vielleicht sehr schnell, aber mal angenommen, ihr könnt euer Oszilloskop pausieren, wie bei einem digitalen, so eine Signalform erhalten. Wir haben unterschiedliche Frequenzen und wir haben auch unterschiedliche Amplituden. Die Frequenz ist der Abstand von hier nach hier und die Amplitude ist der Abstand von hier nach hier oben. Oder eben von der Mittellinie bis nach hier oben oder von der Mittellinie bis nach hier unten. Und was es so ein AM-Sender macht, so ein Mittelwellensender oder Kurzwellensender oder das alte CB-Funkgerät von Iflose, es nimmt die Wechselspannung von unserer NF und regelt darüber seine Sendeleistung. Wir hätten jetzt hier in der Mitte, wo dieser schwarze Strich ist, 10 Milliwatt. Wenn wir jetzt aber eine Halbwelle haben von unserer Sprache, die in den Minus-Volt-Bereich geht, also zum Beispiel minus 1 Volt, dann regelt er die Sendeleistung runter auf 5 Milliwatt. Und es geht das Ganze natürlich ganz schnell wieder in den positiven Bereich, auf plus 1 Volt, dann regelt er die Sendeleistung wieder hoch auf 15 Milliwatt. Und ihr seht, hier drüben habe ich das nochmal gezeichnet, da ist es die Halbwelle nicht so hoch, wenn wir die verfolgen, dann haben wir in dem positiven Bereich nur 12 Milliwatt, weil es nicht so laut ist, und im negativen Bereich 8 Milliwatt, weil da geht es sogar noch weniger weit runter. Also in der AM-Modulation wird immer die Sendeleistung in Abhängigkeit vom eingespeisten Signal verändert. Die Frequenz, also der Abstand von hier nach hier oder von hier nach hier, der bleibt immer gleich. Da gibt es noch zwei Leistungsangaben. Es gibt die sogenannte ERP-Leistung. Das ist die Leistung, die euer Sender an einem Messgerät anzeigen würde. Wenn ihr das am Messgerät verbindet, drückt ihr auf Senden, dann habt ihr eine Leistung am Messgerät. Und das ist die ERP-Leistung, das ist 10 Milliwatt in dem Fall, weil es die Mitte ist. Das ist die Leistung, wenn ihr nicht ins Mikrofon sprecht oder keine Musik einspeist. Und wenn ihr jetzt ins Mikrofon sprecht, dann ändert sich ja die Sendeleistung und diese Angabe wird als PEP-Leistung bezeichnet. Okay, aber das sind so die Grundlagen, wie so ein AM-Sender, wie so eine AM-Übertragung funktioniert. Jetzt erzählen wir euch was über Bufferverstärker. Der Bufferverstärker ist eine nette und clevere Schaltung, die man zusätzlicherweise zum Oszillator normalerweise dazu baut. Wir haben ja vorher gesehen, wenn wir den Oszillator belasten, dann gibt es diese unerwünschten Frequenzsprünge, die wir gar nicht haben wollen. So, wir wollen aber trotzdem das Signal von unserem Oszillator irgendwie verwenden. Vielleicht wollen wir eine Antenne anschließen, vielleicht wollen wir irgendwas damit ansteuern. Und deswegen gibt es diesen sogenannten Bufferverstärker. Der Bufferverstärker nimmt das Signal vom Oszillator und leitet es weiter, wenn man so möchte, und sorgt gleichzeitig dafür, dass wenn man jetzt den Ausgang des Buffers belastet, dazu muss ich mal diese Klemme hier wegmachen, die gehört nämlich da noch nicht hin, aber wenn man den Ausgang des Buffers belastet, ich mache jetzt einfach mal einen Kurzschluss an seinem Ausgang hin, dann passiert gar nichts. Die Frequenz bleibt absolut stabil, denn das interessiert den Oszillator nicht mehr, denn jetzt hat er quasi der Transistor damit zu arbeiten, dass wir seinen Ausgang kurz schließen. Das macht der Bufferverstärker. Man hört es hier auch, es geht ein bisschen schnell runter. Wenn ich den Leiter da positioniere, ja, man hört es ein bisschen schlecht, aber man wird theoretisch auch ein Knacken hören. Zumindest, ja, das ist jetzt der zweite Take, vorher hat man es gehört. Aber vorher hat was anderes nicht gepasst, wie auch immer. Also ihr seht schon, der Bufferverstärker, der wird das Signal auch dann auch zur Endstufe weiterleiten, beziehungsweise zum Endstufentreiber. Wenn ich jetzt hier den Treiber anschließe, dann hört man es. Also wir hören den Knacken, aber die Frequenz bleibt stabil. Also das Tune-Lämpchen bleibt an. Und wenn ich jetzt hier anstecke, wird das Tune-Lämpchen dunkler oder geht je nach Position des Radios sogar aus. Und nichts anderes macht der Buffer. Er sorgt einfach dafür, dass wir eben das Signal an die Endstufe oder an den Endstufentreiber weiterleiten können, ohne dass der Oszillator seine Frequenz ändert. Jetzt gibt es aber noch einen netten Trick, den man machen kann. Denn wenn wir uns das hier mal anschauen, wir haben jetzt hier eine Kollektorschaltung. Das heißt, der Kollektor des Transistors liegt direkt auf Plus und unser Lastkreis, in Anführungszeichen, in dem Fall der Widerstand, liegt im Emitter auf Masse. Wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier einen Widerstand, der den Arbeitspunkt bestimmt. Wir können jetzt aber auch hergehen und können über einen zusätzlichen Widerstand ein externes Signal einspeisen. Und wenn wir dann den Arbeitspunkt richtig definieren, können wir den Verstärkungsfaktor von diesem Transistor ein bisschen verändern. Also nicht den physikalischen Verstärkungsfaktor, sondern den Verstärkungsfaktor von dieser Schaltung, den können wir ein bisschen verändern. Und wenn wir dann wieder unser NF einspeisen, dann haben wir nichts anderes wie einen Amplitudenmodulator. Übrigens seht ihr hier, dass ich hier Pfeile gemacht habe. Ein Pfeil zeigt nach draußen und hier unten zeigt ein Pfeil nach drinnen. An professionellen Geräten habe ich das auch gesehen. Ist ganz logisch, der Pfeil, der wo sagt, da geht es nach drinnen, da speist man ein Signal rein. Und der Pfeil, der wo sagt, da geht es nach draußen, da kommt ein Signal raus. Gut, um das fortzuführen, stecken wir jetzt mal die externe Antenne an. Diese induktive Antenne, denn induktive Übertragungen sind ja im Prinzip theoretisch legal. Habe ich mir zumindest von der Bundesnetzagentur per E-Mail bestätigen lassen. So, jetzt haben wir hier wieder unser NF-Signal.
Das stecke ich jetzt hier am NF-Eingang ein, von diesem Modulator. Und es geht noch nichts, denn was wir jetzt machen müssen, wir müssen mit dem Potty den richtigen Arbeitspunkt einstellen. Nur wenn der Arbeitspunkt stimmt, also der Spannungsbereich, in dem der Transistor seine Verstärkung, beziehungsweise die Verstärkerschaltung in der Verstärkung ändern kann, da funktioniert es. Und ich drehe jetzt hier einfach an den Potty. Und wir haben sehr gute Modulation. Und ein weiterer Effekt, der jetzt entsteht, ich mache mal ein bisschen leiser, ein weiterer Effekt, der jetzt entsteht, ist, wir können jetzt am Radio mal drehen und wir haben jetzt richtig saubere Amplitudenmodulation, obwohl wir immer noch den Vorteil haben, dass wir unsere Frequenz verstellen können. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir jetzt im Frequenzbereich hier so weit runtergegangen sind. Das ist, weil wir schon den nächsten Versuch vorbereitet haben. Aber so viel zum Bufferverstärker. Also den Bufferverstärker braucht ihr, wenn ihr das Signal von eurem Oszillator entkoppeln möchtet und dann eben weitergeben möchtet. Noch eine Eigenheit von dieser Schaltung ist, dass diese Kollektorschaltung nur eine Spannungsverstärkung von 1 hat. Das heißt, wenn ihr 50 mV Pegel an euer Oszillator habt, dann kommen auch nur 50 mV aus dieser Schaltung wieder raus. Das ist natürlich nicht so praktisch. Dann gibt es noch die Emitterschaltung. Da liegt dann der Emitter direkt auf Masse und zwischen Kollektor und Plus ist quasi der Arbeitswiderstand. Die hat eine sehr hohe Spannungsverstärkung. Da könnt ihr dann vielleicht mit 50 mV Eingangsspannung schon ein paar VPP, also Volt Spitze Spitze, am Ausgang erreichen. Allerdings hat die Kollektorschaltung den Vorteil, dass sie sehr hochohmig ist. Das heißt, sie belastet euren Oszillator nicht sehr stark, während die Emitterschaltung sehr niederohmig ist und euren Oszillator sehr stark belastet. Üblicherweise nimmt man für sowas aber die Kollektorschaltung her, da sie einfach für Bufferzwecke sehr gut geeignet ist. Okay, das war es zum Kapitel Buffer. Jetzt kommen wir zum Endstufentreiber. Der Endstufentreiber ist dafür notwendig, um die Leistung, die aus eurem Buffer kommt, noch einmal ein bisschen zu verstärken, denn die Leistung aus dem Buffer ist nicht unbedingt stark, und sie dann auf eure Endstufe anzupassen. Ich habe jetzt hier sehr viele Teile schon mal vorverdrahtet, die aber für das Video nicht wichtig sind. Ich habe die Endstufe verdrahtet und ich habe die Antenne angeschlossen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir hier den Endstufentreiber haben und hier haben wir jetzt auch eine Emitterschaltung. Ich zeige eigentlich mit dem Stift. Der Emitter liegt jetzt hier direkt auf Masse und im Kollektor haben wir einen Schwingkreis. Üblicherweise ist es aber so, weil ihr jetzt hier seht, dass wir hier eine Spule haben und einen verstellbaren Kondensator, die parallel sind, dass dieser Kondensator nicht vorhanden ist. Wir haben nur die Spule und zusammen mit dem Kondensator, der auf die Endstufe geht, bildet das einen Schwingkreis. Ein Reihenschwingkreis. Und dadurch wird die Impedanz angepasst. Wir haben zum Beispiel hier oben eine Impedanz von vielleicht 1 Kiloohm und die Endstufe hat aber eine Impedanz von 50 Ohm an ihrem Eingang. Und durch die Spule und den Kondensator kann man das Ganze dann so anpassen, dass eben die maximale Leistung in die Endstufe übertragen wird und dadurch die Endstufe eben die höchste Sendeleistung hat. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen im CB-Funkgerät. Das ist sehr gut vorhanden. Da gibt es dann solche Trafos, die man einstellen kann und da kann man, wenn die schlecht abgeglichen sind, nur 1 Watt rausholen und wenn man die gut abgleicht, vielleicht sogar über 4 Watt. Je nachdem. Und hier haben wir so eine Schaltung aufgebaut. Ich habe hier einen Trafo, den ich abgleichen kann. Ich habe hier den Radio hingelegt. Die Tune-ID ist aus und wir hören auch, dass es rauscht. Und wenn ich jetzt den Trafo abgleiche, kann ich die Endstufe an den Vorteil anpassen. Also der HF-Endstufentreiber passt mir dann quasi die Endstufe an den Rest der Schaltung an. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das hier hat jetzt keine Funktion mehr, das könnten wir eigentlich rausmachen. Das mache ich jetzt mal und dadurch solltet ihr sehen, dass wenn ich an den Trafo jetzt drehe, dass dann die Tune-ID angeht, wenn ich ihn auf Resonanz bekomme und wir ein Signal haben. Das mache ich jetzt mit der anderen Hand, damit man das besser sieht. Also ihr hört schon, dass das Rauschen leiser wird und man sieht auch vielleicht, es ist ziemlich dunkel, aber man sieht, dass die Tune-ID angeht, wenn ich es wieder verstelle, geht es wieder aus. Aber ihr seht schon, mit diesem Endstufentrafo-Treiber, also mit dem Endstufentrafo und dem Endstufentreiber kann ich die Endstufe an meinen Vorteil, also den Oszillator und Buffer anpassen und habe so eine gute abgestrahlte Leistung dann im Endeffekt. Das könnte man natürlich jetzt im Oszilloskop noch auf das letzte Milliwatt, ich weiß gar nicht, ob wir hier auf Milliwatt oder Mikrowatt reden, denn das Ganze ist sehr schwach, da es nur ein Modell ist, könnte man das jedenfalls auf das letzte Mikrowatt noch abgleichen. Okay, das war es jetzt zum Endstufentreiber. Ich hoffe, es hat euch was beigebracht. Und jetzt kommen wir zur Endstufe. Die Endstufe ist auch ein sehr wichtiges Teil eures Senders. Was bringt es euch denn, wenn ihr einen Oszillator habt, der vielleicht einen halben Milliwatt Sendeleistung hat, ihr wollt aber einige Kilometer weit senden und könnt aber nicht so weit senden, weil ihr nur so wenig Leistung habt. Dann brauchen wir die Endstufe. Durch die ganzen anderen Schaltungsteile zusammen mit der Endstufe bekommen wir dann eine Ausgangsleistung von vielleicht 0,5 Watt, 1 Watt, je nachdem wie wir es auslegen. Bei der Endstufe gibt es verschiedene Schaltungsversionen. Es gibt die sogenannte Klasse C Endstufe. Die Klasse C Endstufe arbeitet damit, dass von dem Endstufentreiber eine positive Halbwelle kommt, dann wird der Transistor leitend und ja, lädt halt Energie in diese Spule hier oben rein. Und wenn der Transistor dann abschaltet, dann macht dieser Transistor einen Kurzschluss auf Masse und dadurch fließt über diese Diode, das kann aber auch ein anderes Bauteil sein, wieder eine negative Halbwelle und entlädt den Kondensator. Und so geht das Spielchen immer hin und her.
Ihr werdet sehen, sobald ich jetzt die Klasse C-Endstufe aktiviere, indem ich die Diode einschalte, haben wir im Radio ein Signal. So, die Endstufe ist jetzt aktiviert und ja, verstärktes Signal. Wenn ich den Jumper wieder rausziehe, haben wir keine Power und es geht nicht. So, eine andere Endstufenart, die es gibt, ist die sogenannte Klasse A-Endstufe. Die Klasse A-Endstufe ist einfach ein Widerstand von Basis auf Plus oder ein Widerstand von Basis auf Kollektor. Dieser Widerstand sorgt dafür, dass der Transistor bereits leitend ist und dann kann der Transistor, wenn er bereits leitend ist, eben das HF-Signal auch verstärken. Ich stecke also mal den Klasse A an und wir sehen auch wieder, dass wir ein Signal haben. Das ist mit dem Jumper irgendwie nicht so gut geht, weil die nicht so gut drauf wollen. Aber ihr seht schon, dass es irgendwie da drauf ist, dass es dann funktioniert. Ja, gut, der geht nicht gescheit drauf, das müssen wir vielleicht irgendwie versuchen, hier drauf zu bekommen, dass er geht. Brauchen wir aber später. So, jetzt gibt es noch ein paar Details zu diesen Endstufen. Denn die Klasse A-Endstufe kann Musik verstärken. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen was umverdrahten und wir sehen uns dann wieder im nächsten Clip. Jetzt kommen wir zur Endstufe. Und zwar nochmal zur Endstufe. Es geht darum um Linearität. Was ist denn jetzt der Fall, wenn ihr ein Signal habt, das bereits moduliert ist und ihr wollt es jetzt weiter verstärken? Nun, dafür nimmt man normalerweise eine Klasse A-Endstufe. Im einfachsten Fall. Im Luxusfall nimmt ihr eine sehr komplizierte Schaltung mit sehr vielen Übertragern, zwei Transistoren im AB-Betrieb. Aber für einen einfachen Verstärker nimmt ihr eine Klasse A-Schaltung. Denn diese Schaltung nimmt das Signal, was kommt. Und wenn das Signal, wie in der vorigen Zeichnung zu sehen war, mehr Pegel hat, macht die mehr Leistung. Und wenn es weniger Pegel hat, macht sie weniger Leistung. Wir hören das auch hier sehr gut. Sobald ich jetzt den Jumper rausziehe, der den Klasse A-Funktion macht, ist kein Signal mehr da. Sobald ich ihn reinstecke, geht es wieder. Jetzt müsst ihr aber was beachten. Wenn ihr bei dieser Endstufe zu viel Steuerleistung macht, also ihr wollt immer mehr Leistung und mehr Leistung, wenn ihr zu viel Leistung macht, dann verstärkt sie irgendwann nur noch das reine HF-Signal, aber die Modulation schafft sie nicht mehr. Wenn ihr euch das auf dem Oszilloskop anschauen würdet, hättet ihr einen Sinus, der oben dann einfach quasi abgeschnitten ist und dann wieder anfängt. Also der obere Teil wird abgeschnitten. Wenn ich jetzt hier lauter mache im Radio und das mal mache, ich übersteuere jetzt die Endstufe. Ich gebe zu viel Leistung auf die Endstufe. Dann wird die Modulation sehr leise, es verzerrt auch ein bisschen. Wenn ich jetzt die Übersteuerung wieder entferne, in Anführungszeichen, dann ist es wieder klar. Wir können mal die Endstufe noch ideal anpassen hier. Dann kann ich den Effekt vielleicht sogar noch stärker machen, indem ich jetzt hier an dem Trafo nochmal versuche, die ideal anzupassen. Genau, dann wird der Effekt noch stärker. Also jetzt ist es richtig leise und auch schon sehr verzerrt. Also wir haben fast keine AM hier drin. Fast keine Modulation. Signal ist da, die HF ist da, aber keine Modulation. Wenn ich jetzt die Leistung wieder anpasse, dass die Endstufe nicht mehr übersteuert, dann geht's wieder. Und das ist das, was ihr beachten müsst, wenn ihr so eine Endstufe habt. Ihr könnt schon ein Signal verstärken, aber sobald ihr zu viel Leistung in die Endstufe gibt, schafft es nicht mehr von der Linearität und dann verzerrt's. Was ist denn jetzt, wenn ich eine Klasse C-Endstufe habe? Schauen wir mal. Es geht schon, wie ihr hört, aber es verzerrt. Und jetzt gibt es hier noch einen Trick. Man kann es so anpassen, dass es nicht verzerrt. Zumindest ist es sehr schwer, aber es ist möglich. Also ihr hört schon, dass es eher schlecht ist. Müssen wir leiser machen. Also es ist durchaus möglich, mit einer Klasse C-Endstufe auch ein AM-Signal zu verstärken. Allerdings habt ihr jetzt einen anderen Nachteil. Ihr könnt euch nur in einem gewissen Leistungsrahmen bewegen. Und selbst wenn ihr jetzt einen Endstufentransistor drin habt, einen 2N2219 oder 2N3553, und ihr steuert ihn in Klasse C an mit einem HF-Signal, kann es sein, dass ihr trotz eurer tollen Schaltung vielleicht 50 mW rausbekommt. Weil sobald ihr über diese 50 mW geht, geht der Transistor wieder in eine Art Schaltbetrieb über und, in Anführungszeichen, frisst wieder die Modulation. Deswegen geht es mit einer Klasse C-Endstufe auch, ein moduliertes Signal zu verstärken, aber es ist eher unüblich. Also kurze Zusammenfassung. Klasse A-Endstufe könnt ihr euer Signal verstärken, Klasse C-Endstufe könnt ihr euer Signal verstärken, aber tendenziell nur das reine HF-Signal, während ihr mit der Klasse A-Endstufe auch die Modulation verstärken könnt. Gut, im nächsten Kapitel schauen wir uns noch den AM-Modulator an, den ich hier oben aufgebaut habe, aber der macht eigentlich nicht so viel, trotzdem können wir euch das mal zeigen. Okay, das war's jetzt zum Thema Endstufe. Jetzt haben wir noch etwas für euch abgeschrieben zur Klasse A und Klasse C-Endstufen. Also hier haben wir mal die Klasse A-Endstufe und ihr könnt die Vorspannung der Basis entweder über einen Widerstand von Basis nach Plus machen. Ist aber eher unüblich, weil ihr dann einen Nachteil habt, wenn sich die Betriebsspannung ändert, dass dann auch sich der Arbeitspunkt ändert und das wollt ihr nicht. Oder ihr macht einen Widerstand zwischen Kollektor und Basis, also hier Kollektor und Basis, dann habt ihr eine sogenannte Spannungsgegenkopplung, dann stellt sich quasi der Arbeitspunkt immer automatisch in Abhängigkeit von eurer Spannung nach.
Der Vorteil der Klasse A-Stufe ist, dass sie eine hohe Verstärkung hat. Das heißt, auch ein sehr schwaches Signal kann sie verstärken und eine lineare Verstärkung. Das habt ihr gerade gesehen, dass man Musik damit quasi übertragen kann. Ein großer Verstärkungsfaktor, sehr schwache Signale werden verstärkt. Sie hat ein sauberes Ausgangssignal. Das heißt, ihr habt da eine Sinuswelle am Ausgang und eine geringe Steuerleistung ist möglich. Wir haben jetzt hier so gut wie gar keine Leistung in unserer Platine, die jetzt ein bisschen außerhalb der Kamera ist. Aber wir haben da keine Leistung, so gut wie, und trotzdem geht es ziemlich gut. Der Nachteil ist aber, dass ihr immer Stromverbrauch habt. Das heißt, es ist egal, ob ihr da jetzt ein Signal angeschlossen habt von eurer Oszillatorschaltung oder ob ihr es nicht angeschlossen habt, die braucht immer Strom. Deswegen findet man diese Endstufe zwar schon, aber ihr findet sie meistens in solchen kleinen Sendern, so Funkkopfhörersender sowas oder schwächeres CB-Funkgerät, je nachdem. Die Endstufe in Klasse C findet ihr häufig, denn die hat viele Vorteile. Sie hat eine hohe Effizienz. Ich habe zwar hier mehr Vorteile auf der Klasse A-Seite geschrieben als auf der Klasse C-Seite, aber dieses hohe Effizienz habe ich mit einem Ausrufezeichen versehen, weil das wirklich ein sehr starker Kritikpunkt ist, denn ihr habt ja einen Schaltbetrieb. Das heißt, der Transistor ist entweder voll leitend oder sperrt voll. So braucht ihr nicht viel Kühlung dafür. Ohne Eingangssignal haben wir 0 Watt Stromverbrauch, weil da nichts angesteuert wird. Als Nachteil haben wir aber den geringen Verstärkungsfaktor. Ihr braucht schon einigermaßen Leistung, um die gut durchzuschalten. Das steht auch hier, muss voll durchgesteuert werden. Und wir haben ein unsauberes Ausgangssignal. Da der Transistor immer nur voll schaltet oder voll sperrt, haben wir eigentlich eher eine Art Rechteck am Ausgang, die wir dann wieder wegfiltern müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Klasse C aufzubauen. Üblicherweise wird sie mit einer Spule von Basis auf Masse aufgebaut. Das kann dann auch gerne, so wie ihr den Trafo vorher gesehen habt, so eine Art Trafo sein, der das dann irgendwie runtertransformiert. Man kann es aber auch mit einer Diode aufbauen oder auch mit einem Widerstand alternativ. Und das sind einfach die Unterschiede zwischen der Klasse A-Endstufe und der Klasse C-Endstufe. Eine richtige Endstufe, wie ihr sie vielleicht fürs CB-Funkgerät kaufen könnt, es gibt ja diese alten AM-Geräte mit 0,5 Watt, man darf ja heute mit bis zu 4 Watt senden und AM, da gibt es ja dann vielleicht noch eine Endstufe, die arbeiten gerne mal mit einer AB-Endstufe, aber das wäre jetzt ein richtig großer Schaltplan, deswegen haben wir die weggelassen. Es geht einfach nur um die Grundlagen der Funktechnik. Und das war jetzt der Unterschied zwischen der Klasse A und der Klasse C-Endstufe. Okay. Jetzt erklären wir euch noch den Kollektorstrommodulator. Also wir haben die Endstufe weiterhin in Klasse C geschalten, was ja vorher funktioniert hat, aber tendenziell eher so eine Bastellösung war. Es gibt aber eine Möglichkeit, und so machen das zum Beispiel viele CB-Funkgeräte, die Klasse C-Endstufe trotzdem zu modulieren, indem wir die Klasse C-Endstufe das machen lassen, wofür sie designt wurde. Sie verstärkt einfach nur das HF-Signal, nimmt keine Modulation mit, in Anführungszeichen. Die Modulation wird jetzt hier hinzugefügt. Indem wir einfach die Spannungsversorgung der Klasse C-Endstufe ändern, mehr Spannung und weniger Spannung machen, können wir natürlich ihre Leistung beeinflussen, die Ausgangsleistung. Und das macht hier ein Transistor, ein PNP-Transistor. Wir haben einen Widerstand drin, der den Arbeitspunkt bestimmt, und wir speisen am Basis NF ein. Dadurch kann ich steuern, wie viel Spannung dieser Transistor vom Plus auf die Endstufe weiterleitet. Und dadurch haben wir wieder, wenn wir Musik anspeisen, unsere Amplitudenmodulation. Und auch eine sehr gute Tonqualität. Okay, die Musik kennt ihr ja wahrscheinlich schon von Iflosis Videos. Und jetzt habe ich euch das Ganze hier mal gezeichnet, was hier was macht. Also wir haben hier dieses Schaltbild von der Klasse C, nicht von der Klasse C. Wir haben hier das Schaltbild vom Modulator und wir haben hier verschiedene Bauteile. Erstmal haben wir den Widerstand, der bestimmt den Arbeitspunkt. Und er wollte den Arbeitspunkt so bestimmen, dass wenn ihr hier die Spannung mit einem Voltmeter messt, dass ihr die halbe Betriebsspannung habt. Also in dem Fall haben wir 12 Volt Versorgungsspannung. Das heißt, wir haben hier 6 Volt, die von dem Ausgang dieses Teils auf Masse messbar wären. Also zwischen Ausgang des Modulators und Sendeendstufe und Masse messt ihr 6 Volt. Dann haben wir hier oberhalb der Sendeendstufe einen Keramikkondensator und der blockt die HF-Reste, die eventuell von der Endstufe sonst zurückfließen würden, nach Masse weg. Denn ihr wollt hier im Modulator keine HF haben, denn das ist sonst schlecht, einfach gesagt. Das verzerrt dann oder es pfeift ganz laut, es funktioniert nicht. Dann haben wir hier am Eingang der des Modulators einen Kondensator, der blockt einfach die Gleichspannung ab. Denn wenn ihr sonst euren Walkman anstecken würdet oder euer Mikrofon, könnte es sein, dass ihr den Arbeitspunkt verstellt und hier dann die falsche Spannung habt und dann geht es nicht mehr. Deswegen macht ihr da einen Kondensator hin. Hier habe ich noch einen Kondensator systematisch symbolisch eingezeichnet. Wenn ihr Probleme habt, dass trotzdem irgendwie HF in eurer Endstufe ist und wenn ihr Probleme habt, dass trotzdem irgendwie HF im Modulator drin ist, dann baut man einen Kondensator von Basis auf Emitter einem Transistor, denn der blockt dann nochmal die HF weg und dann stört es nicht. Das merkt ihr dann, dass HF in dem Modulator ist, wenn eure Modulation verzerrt ist und sich dieses Geräusch dann ändert, wenn ihr die Antenne verändert. Wenn ihr zum Beispiel zur Antenne hinlangt, also mit der Hand in die Nähe von der Antenne kommt und dann vielleicht sogar ein Pfeifen einsetzt, dann habt ihr HF im Modulator und dann könnt ihr diesen Block C einbauen. Und generell ist zu der ganzen Schaltung noch ein großer Elko parallel geschalten. Der blockt einfach die NF, denn bei stärkeren Sendern haben wir hier ein paar Watt an Niederfrequenz. Die blockt er einfach ab, dass die Spannungsquelle nicht auch noch die Musik quasi wieder in die Spannungsquelle reingeht. Die alte Version von den alten Geräten haben sie es leichter gemacht. Da haben sie einfach einen sogenannten Modulationstrafo verwendet. Das ist ein Trafo, der hat auf der einen Seite vielleicht eine Impedanz von 8 Ohm und auf der anderen Seite vielleicht eine Impedanz von 1 Kilo Ohm.
Und dadurch, dass ich eben die Musik herauftransformiere, habe ich hier eine Gleichspannung, die durch die Spule fließt und einerseits die Endstufe mit Gleichspannung versorgt, dass die arbeiten kann. Dann habe ich hier wieder den Ablockkondensator, den habe ich aber hier drüben schon beschriftet, deswegen habe ich sie nicht nochmal beschriftet. Und jetzt haben wir aber die Gleichspannung, die von der NF, also der Musik oder Sprache, quasi überlagert wird. Und das ändert auch wieder die Sendeleistung der Endstufe, denn die Leistung wird entweder zur Endstufe addiert, was mehr Sendeleistung macht, oder sie wird subtrahiert, was weniger Sendeleistung macht. Und auch hier haben wir wieder diesen großen Elko, der wieder die NF abblockt, falls hier viel Leistung ist, dass die NF nicht zurück auf die Batterie geht und restliche Teile der Schaltung beeinflusst. Denn wenn ihr zum Beispiel die NF bei einem freischwingenden Oszillator auf der Betriebsspannung habt, moduliert die NF ja wieder den Oszillator und ihr habt wieder Frequenzmodulation. Okay, das war jetzt die Theorie, wie man so einen Modulator aufbaut, um zum Beispiel eine Endstufe zu modulieren. So, wenn wir Klass C Endstufen nehmen, also besonders bei Klass C, haben wir noch eine ganze Menge an Oberwellen, doppelte, dreifache Frequenz, die Endstufe noch mitmacht. Wir wollen euch jetzt neben dem Tiefpassfilter, wollen wir jetzt auch noch andere Filter zeigen. Natürlich macht ihr das nicht so, dass ihr diese Filter an die Endstufe anschließt. Also den Tiefpass natürlich schon, aber keinen Hochpass oder einen Bandpass begrenzterweise. Normalerweise findet ihr diese Schaltungen im Oszillator selber. Es gibt zum Beispiel Quarzoszillatoren, die Frequenz vervielfachen. Da schwingt der Quarz auf 9 MHz. Wir wollen aber 27 MHz, also verwenden wir dafür einen Bandpass. Aber dazu später mehr. Jetzt haben wir hier den Radio und wir haben wieder eine Klasse 10 Stufe aufgebaut. Und was wir jetzt mal vorfilmen wollen, sind schon mal Oberwellen. Nimmst du mal ein Radio, hier ist mal zur Spule, da müsst du mal Musik hören. Gehst mal ganz nah an die Spule hin. Und suchst mal einfach das Mittelwellenband. Also wir haben das Signal bei ungefähr 522 kHz sowas. Ja. Schauen wir mal andere Frequenzen an. Bei 1 MHz etwa haben wir das Signal nochmal. Und? Da haben wir die nochmal. Allerdings sehr schwach. Da, ja. Und man kann jetzt natürlich sagen, cool, wir senden auf mehreren Frequenzen gleichzeitig. Das erhöht die Chance, dass uns jemand zuhört. Aber es gibt Leute, die sich vielleicht gestört fühlen, wenn wir alle möglichen Frequenzen mit unserer Musik vollsenden. Deswegen gibt es jetzt den Tiefpass. Ich habe das jetzt mal als Modul aufgebaut und ihr seht auch sehen, dass es wieder verkehrt ist, also auf dem Kopf steht, denn ich habe, wie gesagt, diese Platine in einem Irrsinnstempo zusammengebaut, um alles zu schaffen. Aber jetzt haben wir am Ausgang einen Tiefpass angeschlossen. Jetzt ist nicht nur der Effekt, dass das Signal, was wir jetzt haben wollen, stärker ist, sondern wir haben jetzt auch die Oberwellen rausgefiltert. Du kannst jetzt nochmal am Radio suchen, entferne allerdings für den Effekt gerade ungefähr 5 bis 10 cm von der Antenne. Ja, so ist eine gute Distanz. Ah, so, wir haben richtig viel Leistung. Jetzt haben wir die Grundwelle. Richtig viel auf der Grundwelle. Die wir haben wollen. Hier ist die Oberwelle. Ganz schwach, hört man es noch? Ganz schwach. Und da geht es weiter. Das ist die Kamera. Weil das ist ja keine Modulation, das ist die Kamera. Ja. Gut, also ich am Ende, ja. Die zweite Oberwelle ist so schwach, dass man sie gar nicht mehr herbekommt. Ja. Und die erste geht noch ein ganz bisschen schwach. Aber die und die Grundwelle ist richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark die Grundwelle. Okay, jetzt haben wir die anderen Filter noch. Bei denen ist es so, dass man sie, wie gesagt, eigentlich in dem vorderen Teil der Schaltung hinbaut. Wir haben zum Beispiel einen Oszillator, der auf 9 MHz ist und wir wollen 27 MHz, also bauen wir bei dem Ausgang von dem Oszillator den Hochpass hin. Und definitiv nicht vor die Antenne. Aber zum Vorführen, was der Hochpass macht, werden wir das jetzt mal so machen. Wie gesagt, das ganze aufgebaute Teil hier ist ja ein Modell. Obwohl wir hier ganz viele Stufen haben, hat dieser Sender vielleicht 0,1 mW, ich weiß nicht, irgend sowas, also sehr wenig Sendeleistung. Aber trotzdem können wir ja vorführen, was ich zeigen will. Gut, ich tausche das Ganze jetzt aus. So, jetzt zeigen wir mal den Hochpass. Der Hochpass wird, wie gesagt, verwendet, wenn ihr zum Beispiel von einem 9 MHz Quarz die 27 MHz Oberwelle rausfinden wollt. Ein Hochpass besteht natürlich aus ein bisschen mehr aus einer Spule und einem Kondensator, aber die einfachste Schaltung besteht daraus. Okay, schauen wir mal am Radio. Schauen wir mal, das sind die ab 1,6. Der Oszillator schwingt aber nach wie vor auf 522 kHz. Ab 1,6 haben wir jetzt ein starkes Signal, die Lampe leuchtet. Dann gehen wir runter. Auf 500. Ganz schwach. Das ist nicht 500, das ist 1. Auf 1 MHz ist eher schwach. Ja, 1 MHz ist schwach, genau. Ist schwach auf 1 MHz und die Grundwelle ist es noch viel schwächer.
Filter. Tonpulle gern noch mehr. Also, umso präziser man diesen Filter auslegen würde, also umso mehr Stufen der hätte, umso schärfer wäre dieser Effekt. Aber wir sehen schon, umso höher die Frequenz und umso stärker wird das Signal. Ach, 1 MHz? Das ist stark. Also verglichen zur Grundwelle ist es stark, aber immer noch schwach. Aber auf 1,6 ganz oben. Da leuchtet sogar der Fluss. 1,6. Ja. Jetzt zeigen wir einen Bandpass. Den Bandpass hat man zum Beispiel im Radio beim ZF-Filter oder im Radio bei der Vorselektion. Das ist zum Beispiel im UKW-Radio, dass nur die UKW-Frequenzen durchkommen und nicht die Flugfunkfrequenzen. Aber wir haben ja auch einen Bandpass, um unseren Mittelwellensender jetzt auf 1 MHz senden zu lassen. Wir schauen mal, der Radio ist auf 1 MHz eingestellt. Der Wind beleuchtet. Sehr gutes Signal. Ja. Dann gehen wir jetzt runter auf. Die ist sehr schwach. Das hört die Lampe nicht. Bei 500 kHz. 1 MHz ist stark. Und 1,6. Ganz schwach im Rauschen. Ganz schwach. Fast nicht vorhanden. Ja, das macht der Bandpass. Also er füllt um eine bestimmte Frequenz draußen. Zu Tiefpass, Hochpass und Bandpass haben wir jetzt noch eine Grafik. Also man sieht hier, ich habe jetzt eine Tabelle gemalt, hier ist die Frequenz in Kilohertz und hier ist quasi die Leistung, die jetzt abgestrahlt werden würde. Beim Tiefpass sehen wir ganz genau, bis zu einer gewissen Frequenz, der sogenannten Grenzfrequenz, haben wir recht viel Leistung. Es geht ein bisschen nach unten, aber nicht stark. Aber ab dieser Grenzfrequenz sinkt die Leistung rapide. Dieser Filter wird übrigens auch Oberwellenfilter genannt. Wie wir vorher gesehen haben, hat ein Sender auch Oberwellen. Also der Sender ist auf 522 kHz, dann ist er auch auf 1044 und 1566, genau. Diese Filter, wie ihr ihn hier gesehen habt, wenn ich jetzt die Platine dazu finde, diese einfachen Filter, die nur aus zwei Kondensatoren einer Spule bestehen, sind sehr einfache und nicht so gute Filter. Normalerweise macht man es so, dass man einfach immer mehr Spulen und immer mehr Kondensatoren einbaut. Also einfach nochmal einen Filter hinter den Filter. Einfach immer kopieren. Dadurch wird die Dämpfung besser. Und die Dämpfung ist in dB, in Dezibel angegeben. Im Amateurfunk und bei CB-Funk muss man eine Dämpfung von 40 dB schaffen. Das heißt, die erste Oberwelle muss 40 dB schwächer sein als die Grundwelle. Was sind 40 dB? 20 dB ist 100, 30 dB ist 1000, also 10.000 mal schwächer, oder? Stimmt das? Ich glaube ja. Ja, ungefähr so. Und im Rundfunk ist es noch krasser, da müssen es 60 dB sein. Also das ist dann, glaube ich, schon eine Million. Also, ja, aber es ist, hört sich jetzt krass an, aber mit entsprechenden Filtern kann man diese Vorgaben schaffen. Dann haben wir den Hochpass hier. Beim Hochpass ist es so, dass die Frequenzen unter der Grenzfrequenz gesperrt werden. Das ist diese rote Linie. Und ab einer gewissen Frequenz, eben der Durchlassfrequenz oder Grenzfrequenz des Hochpasses, da wird die Leistung und die ganzen Funkwellen werden ab dieser Frequenz durchgelassen und es könnte jetzt noch bis 1,2, 1,3, 1,4 MHz gehen und diese grüne Linie wird weitergehen. Das braucht man zum Beispiel bei TV und Radio, wie auch diesen Tiefpass. Da kann es sein, eine Situation, die im analogen Fernsehen manchmal vorkam, dass man in der Nähe von einem sehr starken Sender wohnt, der zum Beispiel auf UHF-Kanal 22 ist und auf UHF-Kanal 24 ist ein Sender, den wir sehen möchten. Der ist aber weiter weg und hat ein viel schwächeres Signal und deswegen geht man her und baut diese Filter ein, die dann quasi den Sender auf Kanal 22 ganz stark abschwächen, aber den Sender auf Kanal 24 durchlassen. Aber in den Hochpass ist, glaube ich, gut, dass das Radio nicht auf der ZF-Frequenz empfängt. Das zum Beispiel auch. Aber in dem Fall, bei meinem Beispiel mit Kanal 22 und 24, würde der Hochpass den Kanal 22 sperren und den Kanal 24 durchlassen. So, und das Letzte, was wir noch haben, ist der Bandpass. Den finden wir im Radio, im ZF-Filter, in diesen ganzen ZF-Stufen auch. Und eben auch nochmal im TV- und Radiobereich, wenn wir jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auf Kanal 30 einen Sender empfangen würden und auf 28 und 32 wäre ein Sender zerstört, dann baut man einen Bandpass, der eben nur Kanal 30 durchlässt und die anderen Frequenzen sperrt. Das sind diese Filter in der Praxis. Die Schaltungen sehen so aus wie auf diesen kleinen Platinen, die ihr gesehen habt, nur je nach Aufwand sind dann eben noch mehr Spulen drin und noch mehr Kondensatoren und man koppelt einfach mehrere Filter hintereinander, dadurch wird die Selektion besser. Hätten wir zum Beispiel beim Bandpass, hätten wir es so gehabt, dass wir wirklich nur das Signal auf 1 MHz empfangen und auf 522 kHz oder auf 500 kHz und auf 1,5 MHz hätten wir gar nichts empfangen. Aber da das eben nur sehr einfache Schaltungen waren in unserer Demo, habt ihr gesehen, dass es schon einen deutlichen Effekt gibt, aber der eben noch ausbaufähig ist. Aber okay, das waren jetzt die Grundlagen zu diesen ganzen Bandpässen und zu diesem Thema. So, das war es jetzt eigentlich mit Szenetechnik. Wir können an den Funkgerät noch erklären. Ja, wir haben jetzt mal so ein Funkgerät aufgeschraubt, dass man die Platine sieht.
Und hier sieht man ein paar Sachen, die wir in unserem Grundkurs Sendetechnik gezeigt haben. Bevor ich das zeige, möchte ich aber erwähnen, dass dieser Grundkurs wirklich nur ein oberflächlicher Grundkurs war. Es fehlt noch sehr viel. Unsere Absicht war einfach, dass wir Elektronik-Einsteigern, die sich zum Thema Funktechnik mal ein bisschen informieren wollen, ein Video liefern, wo sie einfach schauen können, aha, was gibt es denn da ungefähr, was könnte man denn da zusammenbauen und die Grundlagen vermitteln. Wenn wir uns jetzt dieses Funkgerät anschauen, haben wir hier die Endstufe, die in Klasse C geschalten ist. Hier haben wir eine Spule, auf der Wachs ist, die verklebt ist. Das ist die Spule, mit der man die Endstufe anpassen kann, an die Vorstufe, die eben dafür sorgt, dass genug Leistung übertragen wird und dass die Impedanz passt und dass es effektiv ist. Hier ist ein Oberwellenfilter. Diese ganzen Spulen ist genau dieser Tiefpass, den ihr gesehen habt. Also ein Kondensator auf Masse, dann eine Spule, wieder ein Kondensator auf Masse. Und hier hat man einfach drei von diesen Teilen in Reihe geschalten. Und man hat drei Folienkondensatoren hier. Genau. Oder sind das Glimmerkondensatoren? Folien oder Glimmer? Ich glaube, ihr seht, das sind Glimmer. Bei Folienkondensatoren hätten wir wieder parasitäre Kapazitäten. Ja, kann auch Glimmer sein. Ja. Dann haben wir hier die Vorstufe, wie gesagt, die Endstufe moduliert. Nicht moduliert. Aber da haben wir die Vorstufe. Haben wir die Vorstufe, dieses HF-Signal. Da haben wir gleich den Sendequarz, der Transistor, der treibt den Sendequarz. Genau, hier ist der Oszillator. Den Buffer brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir einen Quarz-Oszillator haben. Dann haben wir hier die Treiberstufe für die Endstufe und hier eben die Endstufe. Und hier oben haben wir jetzt eine Modulationstrafo. Also das wird dann so umgeschalten, dass dieser Trafo dann quasi die Endstufe dass die einen Strom auf die Endstufe gibt und hier von dem NF-Verstärker, ich weiß nicht, ob das ist. NF-Verstärker ist das IC hier. Ach, hier oben ist auch noch ein IC. Ja. Ah, okay, dann ist das dieses IC und das gibt dann eben entsprechend viel Treiberleistung auf diesen Trafo, dass es modelliert wird. Wenn man so eine Endstufe mit einem Trafo modelliert, braucht man sehr viel NF-Leistung. Also bei 0,5 Watt Sendeleistung könnte man eigentlich sagen, braucht man auch 0,5 Watt NF-Leistung. Ja, und so funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt nur noch eine zusätzliche Spule. Das wäre jetzt ein sogenannter PI-Filter. Oder Pi-Filter. Aber der Pi-Filter, der ist jetzt leider nicht mehr in unserem Kapitel drin. Den braucht man dann, wenn man eine Antenne hat, die nicht 50 Ohm hat, um die an den 50 Ohm Sender anzupassen. Okay, aber zusammenfassend war das jetzt, wie gesagt, der Grundlagenkurs über Sendetechnik ganz grob angeschnitten. Was gibt es denn da alles? Was kann man da machen? Vielleicht hat es dem einen oder anderen oder auch der einen oder anderen ein bisschen was gebracht, informationstechnisch. Ja, und wir würden uns über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Okay. Okay.